Einer der Mitgründer und Geschäftsführer von Capilendo, der Kreditmarktplatz. Genau. Ein, würde ich sagen, Newcomer auch in der Branche, absolut, ganz frisch gestartet. Mhm. Was mich interessieren würde, Christopher, ist, inwieweit ihr vielleicht auch als Motivation für den Staat die Neuregulierung oder so ein bisschen das Fundament für die Regulierung in Deutschland für euch als Motivation gesehen habt. Als Motivation in jedem Fall. Also wir glauben, dass die Regulierung natürlich für Banken definitiv dazu führt, gerade mit den Basel III-Regulierungen, dass ungefähr 1 Milliarde Kapital, was vorher durch Banken vergeben wurde, einfach nicht mehr vergeben werden kann, dadurch, dass die Eigenkapitalanforderungen gestiegen sind. Und das macht natürlich eine Motivation für Fintechs, in diesen Markt hineinzugehen. Wir wollen es natürlich noch anders angehen. Also wir sind auch der Meinung, dass wir natürlich viele Dinge besser und anders machen können, als es Banken machen können. Einfach dadurch, dass wir einen digitalen Prozess haben, dass wir einfacher, schneller Kredite vergeben können online und natürlich auch Anlegern die Chance geben, in Mittelständler zu investieren und einfach transparenter zu investieren, als sie es aktuell konnten. Zieht ihr in dem Geschäftsprozess in irgendeiner Art und Weise die Crowd auch mit ein, so eine Art Crowd-Curation oder Crowd-Rating? Ein Crowd-Rating aktuell machen wir nicht, sondern wir machen tatsächlich ein Rating auf Qualitäts- oder qualitätsmäßig auf Bankenstandards, das wir selbst machen in Partnerschaft mit der Kreditreform, in Partnerschaft mit der KfM Deutsche Mittelstand AG, sodass die Crowd nicht an dem Rating teilnimmt, sondern einfach natürlich im Anschluss die Chance hat zu investieren und ich dadurch natürlich sehe, welche Projekte laufen besonders gut auf der Plattform. Welche Größenordnungen? Ist es mittelstandsfokussiert oder sagt ihr, das ist wirklich jetzt auch Small, Medium Size Enterprise oder auch Startups nur? Absolut, also wir fokussieren uns auf KMUs, es sind keine Startups. Dadurch, dass wir nachher Fremdkapital am Ende des Tages vergeben, brauchen wir natürlich den Vertrauensvorschuss des Anlegers. Das heißt, der Anleger hat nicht die Chance, nach oben hin am großen Gewinn des Unternehmens zu partizipieren, sondern es ist wirklich ein tatsächliches festverzinsliches Produkt mit einer festen Laufzeit, sodass wir dort sagen, Startups sind einfach zu risikoreich in dem Feld. Das heißt, wir fokussieren uns auf kleine und mittelständische Unternehmen, die es mindestens 2 Jahre am Markt gibt, wo wir uns Bilanzen anschauen können, Bilanztrends erkennen können, wohin geht der Umsatz, positive Cashflows, all diese Themen gucken wir uns an. Sind da aber eigentlich nicht eingeschossen auf eine gewisse Unternehmensgröße, sondern sagen tatsächlich vom kleinen bis mittelständischen Bereich können wir alles bedienen. Gibt es irgendwie einen Oberbegriff, dass ihr sagt, das sind maximal 1 Million, 2 Millionen? Oder anders gefragt, was zeichnet euch jetzt in wirklich 3, 4 Bullet Points aus als Top der Branche? Wo wollt ihr hin in Zukunft? Absolut, also es gibt definitiv keinen Oberbegriff, weil wodurch wir uns auszeichnen, ist, dass wir die Finanzierung mit der Vermarktung verbinden. Das heißt, wir haben durchaus auch Kunden, die Finanzierung gar nicht zwingend brauchen. Die sagen, sie kriegen auch bei der Bank die Finanzierung. Sie finden kleine Finanzierungsbeträge über unsere Plattform interessant, weil sie einfach ihr Produkt, ihre Marke in den Markt hinausbringen können. Das heißt, sie können sich Anlegern zeigen. Wir zeichnen uns dadurch aus, dass es zusätzlich zu dem digitalen, schnellen und einfachen Prozess einen Unternehmensfilm gibt, den Unternehmen gratis bei uns bekommen. Das heißt, wir erstellen den professionell über einen strategischen Partner. Wir schreiben die Texte, wir machen die Bilder für die Unternehmen. Das heißt, sie haben dieses Vermarktungspaket im Prinzip mit drin und werden natürlich über unsere Kanäle mitgespielt. Sodass auch da, wie gesagt, nach oben hin auch große Unternehmen, also wir hatten ein Unternehmen mit der Top Auto Teile GmbH, die einen Umsatz von 22 Millionen Euro hat. Das heißt, es sind Unternehmen, die gar nicht den Finanzierungsbedarf haben, die sehr, sehr gut mit der Hausbank verknüpft sind, die aber einfach sagen, Finanzierungsmix erweitern, Vermarktung, einfach mal neue Wege gehen, andere Wege gehen. Das ist das, was Unternehmen sehr interessiert. Letzte Frage, was natürlich auch die Zuseher, denke ich, interessiert, das Business Model. Wo verdient ihr Geld? Habt ihr einen Carry obendrauf? Habt ihr eine Provision, die ihr schon pauschal, gerade bei solchen All-Inclusive-Leistungen, die du erwähnt hast? Genau, also wir haben eine Provision, die tatsächlich aber erst dann anfällt, wenn der Kreditnehmer Geld bekommt. Das heißt, wir sind natürlich daran interessiert, dass jedes Projekt auf unserer Plattform tatsächlich auch durchläuft. Das heißt, wir sprechen sehr offen mit den Kreditnehmern. Ist es ein Projekt, was tatsächlich auf der Plattform Erfolg hat oder nicht? Wir erstellen den Film, wir erstellen die Texte, wir erstellen das Rating und erst mit Auszahlung des Kreditprojekts nehmen wir eine Provision. Das heißt, es ist eine Vermittlungsgebühr, die laufzeitabhängig ist. Bei kurzer Laufzeit liegt sie bei 2,5% und dann steigt sie im Prinzip an, je nachdem, ob ich zwischen 1 und 5 Jahren meinen Kredit nehme. Genau. Super, vielen Dank, Christopher. Perfekt. Und viel Erfolg live von der CrowdBiz.